Was geht, Amigos? Wir sind hier bei 16 Bars. Mein Name ist Ratifo. Ich sippe Bombe, weil die Flasche mir gefällt, ja. Ist mir doch scheißegal, was du davon hältst, ja. Nur wegen Bademantel hinteren Hotels, ja. Ich ruf den Service und der mich paar Cocktails, ja. Ich komme aus dem Osten. Halle ist das bei Leipzig. Manche kennt's nicht, deswegen sage ich immer Leipzig dazu, aber ja, von da komme ich. Ein Soundbild, ich mache R&B-Mucke, aber auch viel auf diese Trap-Beats zurzeit, so die ein bisschen in sind, aber ja, so ist so meine Musikrichtung. Ja. Ja, ich weiß nicht, also für mich ist es wichtig, ich bretter meine Vibes raus, weißt du, ich meine, für mich ist das, das ist so eine Feeling-Sache, so, weißt du, ich arbeite viel mit Melodien zum Beispiel, was die anderen Rapper, vielleicht Rapper, ich sag schon Rapper, weißt du, ich will nicht mal selber als Rapper dargestellt werden, nicht als Sänger, nicht als Rapper, ich bin Künstler, so, weißt du, und ja, wie gesagt, man, ich arbeite mit Melodien und ich glaube, dass ich das gut drauf habe, so. Ich finde, der Sound wird halt ein bisschen, der klingt frischer jetzt so, nicht mehr so oldschool-mäßig, so, weißt du, ich meine? So, du knallst die 808-Beste drauf und so, es ist, brettert einfach, das Hammer. Ja, das Label, es ist noch ziemlich frisch alles, aber, ja, haben wir Jungs dort im Label, haben mich gesigned, erstes Signing und wir arbeiten fleißig, also wir sind da wirklich jeden Tag machen wir was, den wir am Tun und machen und top. Naja, es war so, wo fange ich an am besten? Ich habe sehr spät angefangen mit Fußball. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und habe mich aber sehr schnell entwickelt immer. Weißt du, ich meine, ich bin ziemlich schnell besser geworden immer. Und immer wieder höher reingerutscht. Zack, zack, zack. Und irgendwann war ich dann mal 19 und habe mit 19 dritte Liga schon gespielt. Und ja, dann ging es so weiter. Ja. Dann war ich beim 1. FC Köln. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch schon ein bisschen gesehen, ja. Hab mit den Profis trainiert, war in der U23 tätig. Bin dann, leider sollte nie gewesen sein, so, weißt du? Ich stand immer vor dem Bundesliga-Debüt und hat halt nie geklappt. Musik habe ich schon immer gemacht. Mein Vater ist Musiker, Reggae-Musiker. Und da habe ich viel miterlebt als Kind, so viel mitgesungen mit Papa. Ja, und die Musik war halt stärker so im Herzen, weißt du? So, Fußball ist okay, viele wollen Fußballer werden, ja, Respekt, ey, gib Gas, werdet Fußballer, Hammer, Hammerleben. Aber für mich war es nie so richtig so, weißt du, Musik macht mich glücklicher so. Genau deshalb bin ich kein Profifußballer mehr, weißt du, ich meine, das war so meine Entscheidung war, gehe ich jetzt den nächsten Schritt und unterschreibe vielleicht dritte, zweite Liga oder gehe ich jetzt in die Mucke und lebe mein Leben, was ich eigentlich leben möchte, so, weißt du, ich meine. Und ich habe mich dafür entschieden, mit der Mucke zu gehen. So. Ja, und ich bin glücklich, ich bereue nichts bis jetzt. Ah, meine Mitspieler sind da voll cool so dabei. Die hören meine Mucke. Jeder geht auf jeden Fall gerade einen Schritt weiter und höher. Und überall wird mein Sound dort gepumpt so in der Kabine. So. Das ist schon cool so, dass da ein paar Amigos mir Snaps senden, wo die meine Mucke pumpen. So. Also es freut mich auf jeden Fall. Und immer wenn ich high bin, ja, misch ich den Bombay mit dem Gin. Step in die Buff und alles macht einen Sinn, ja. Weil macht die Roll hier an meinem Arm play, ja. Weißt, ich sag dir ehrlich, der Song ist entstanden. Ich war im Studio und wir haben Bombay getrunken, weißt du? Einen ganz entspannten Abend und ich guck die Bombay-Flasche an und ich sag zu meinen Amigos, ey Jungs, ich sipp die Bombay-Flasche eigentlich nur, weil die mir gefällt, so, weißt du? Weil die krass aussieht. Die Bombay-Flasche sieht krass aus. Und ja, dann kam da so eine Line für Line und ich war auch irgendwann ein bisschen angeschwipst, weißt du, ich meine, und hab auch ein bisschen was geraucht und so und dann Bombay Gin, ist gar kein aufgefallen, weißt du, ist gar kein aufgefallen, Bombay ist doch Gin, Alter, was ist los so? So, den nächsten Tag so hören wir uns das an und sagen, hey, Bombay Gin, Alter, Bombay, das ist doch dasselbe, Mann, was geht da ab so, weißt du, ich meine? Und dann dachte ich mir so, ja, ist doch scheißegal, ich bin high gewesen, weißt du, ich meine? Und warum sollen wir das ändern? Weißt du, Bombay Gin, ich sipp den Scheiß pur einfach, weißt du, Bombay Gin, ja, Mann. Komisch, crazy. Ah, zu Hause habe ich einen Bademantel, aber mir gefallen die mehr im Hotel auf jeden Fall, ja. Ah, kommt drauf an, Alter. Wenn einer mich so krass flasht, dann müssen wir den mitnehmen, ja. Ja, es lief eigentlich ganz gut. Wir haben stark gespielt. Ich hatte eine Chance, die habe ich versemmelt. Aber ja, Leben ist hart, Leben geht weiter, so, ja. So, aber sonst war es ganz gut. Die schießen Elfmeter-Tor. Elfmeter, Leverkusen, weißt du, ich meine. Okay, machen den rein. Dann kriegen wir, eigentlich hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen. Ja.
Aber Schiri hat halt nicht gegeben und verloren. Weiter geht's, scheiß drauf. Mama, irgendwann bin ich ein Popstar. Irgendwann bin ich ein Popstar, ja. Ich bleib wie ich bin, hänge mit der Gang und schmeiß Geld ohne Sinn. Ghetto prominent, ja, das ist was ich bin. Ghetto prominent, ja, das ist was ich bin. Ich hab auf jeden Fall heftige Bretter am Start. Und checkt's ab, versprecht es mir, checkt es ab. Auf jeden Fall droppe ich Popstar. Ah, der Song heißt Popstar und mal gucken so, wie der ankommt auf jeden Fall. Checkt meine Musik ab, catch meine Vibes und wenn es euch gefällt, dann bleibt dran. Ja. Peace.